Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal heute am Sonntag. Ja, heute darf ich euch noch den Doppelstockwagen der Deutschen Reichsbahn vorstellen. Die Mod von Mike C. und SkyJoe zusammen, die Texturen von SkyJoe. Und ja, Link dazu wie immer und in der Videobeschreibung. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ja, wie man es nicht anders gewohnt ist, Texturen. Mod, wie immer, top. Also, gibt es nichts dran zu meckern. Wir haben hier ganz vorneweg einmal die DB-Variante. Das ist ja sozusagen der erste Doppelstockwagen, den es ja also gab. Die erste Generation. Einmal hier noch in diesem Mintgrün. Viele von euch kennen diese Lackierung ja noch. Dann einmal die DDR-Version davon, von der Deutschen Reichsbahn. Dann einmal hier in Senffarben. Die ist dann noch ein bisschen älter. Dann einmal die Sputnik. Und einmal dieses Wendei. Wendei. Also diese ganz alten Farben. Die grünen. Ja. Können wir uns das natürlich einmal, wie immer, gerne einmal hier im Laden angucken. Dazu gibt es natürlich auch den passenden Steuerwagen. Ihr findet hier oben einmal den Doppelstock-Steuerwagen. Das sind die ganzen Steuerwagen. Da gibt es sogar noch die eine Versuchslackierung mit dabei. Und der Steuerwagen 120 Stundenkilometer, Kapazität 29 Leute, 45 Tonnen und Ladegeschwindigkeit mal 4. Und hier dann einmal die ganzen Doppelstockwagen. 36 Leute Kapazität, ist auch bei jedem gleich. Ändern sich lediglich mal so ein bisschen die Emissionen. Auch 120 Stundenkilometer logischerweise. Und gibt es dann einmal in 5 verschiedenen Varianten, wie ihr sie ja eben schon gesehen habt. Und hier dann einmal die Steuerwagen dazu. Ist auf jeden Fall ganz cool. Wird es bei mir auf jeden Fall auch geben. Auf jeden Fall wahrscheinlich in der neueren Version, also in der Mintgrün. Die wurden, glaube ich, muss ich ja mal gerade lügen. Wann wurden die denn gebaut? Ich glaube, bis 1997 wurden die gebaut. Und ab 1974 in den verschiedenen typischen Lackierungen der Reichsbahn. Also die sind halt, wie gesagt, schon ein paar Jahre alt. Genau, DB bis 1997 und DR bis 1994. Und ab 1974 wurden die gebaut. Ja, dann gucken wir uns das einmal an, wie die fahren, wie sich das soundtechnisch anhört. Man hört natürlich jetzt auch die Lok. Von der Lok haben wir ja heute schon die Mod-Vorstellung gehabt. Jetzt hören wir natürlich viel die Lok. Jetzt müssen wir mal ein bisschen anders arbeiten hier. Und den Zug einfach an uns vorbeifahren lassen. Da müssen wir mal ein bisschen lauschen. Rollgeräusche. Top. Hört man ja schön. Man hört es auch schön, wenn so ein Wagen an einem vorbei rauscht. Dann hört man so zoom, zoom. Auf jeden Fall gefällt mir das sehr gut. Ja. Also, da gibt es nicht viel drüber zu meckern. Also auch zu erzählen. Die sind einfach top. Keine Frage, lohnt sich auf jeden Fall. Und ich weiß ja, es sind viele DDR- oder Deutsche Reichsbahn-Liebhaber da. Und also das ein Muss für jeden, der etwas Nostalgie auf seiner Anlage haben möchte. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. War jetzt eine kurze Vorstellung, aber wie gesagt, gibt es auch nicht viel drüber zu erzählen. Top Mod und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss.